Hallöchen Leute, willkommen zurück zur finalen Episode von Metroid 2 Return of Samus. Wir sind in Episode Nummer 9. Wir haben in der letzten Episode nicht nur die letzten Omega Metroids und ein paar Metroid-Brüder natürlich vernichtet. Wir begeben uns gerade zum finalen Boss, zur Mutter der Muttern, zur Mutter der Metroids, der Metroid Queen. Einer der schwersten Bosskämpfe, da muss man echt fucking Glück haben bei der Tante. Weil die kann echt zu lang, das ist das Problem. So. So, komm. Oh, einmal. So, sehr gut. Sehr schön. Und jetzt, man muss auf jeden Fall, das Wichtigste ist, man muss bei ihr in den Mund gelangen, um ihr ordentlich Schaden zu machen. Das ist das Wichtigste und natürlich versuche nicht getroffen zu werden von ihr. Und wenn sie den Mund aufmacht, ist eigentlich die Situation, wo das Wichtigste ist. Aber ich habe es schon wieder verkackt, ich Vollidiot. Warum machst du jetzt den Mund auf? Jetzt. So, und rein mit dir. So, komm. Bam! Das ist wichtig. Oh, Gott sei Dank. Doch, gut gemacht. So, so. Nochmal in den Mund rein. Bombe rein. Ordentlich sich freuen, dass wir ordentlich Schaden gemacht haben. Weil so kann man die nur kaputt machen, das ist das Problem. Am besten eigentlich in den Bauch gelangt, das ist das Wichtigste sogar. So, hoffentlich ist das jetzt langsam genug. Das ist das Problem, die man frisst. So, genau, hier. Bam! Die war wichtig. Verdammt. Komm jetzt. Verdammt, die wird aggressiver, Leute. So, jetzt. Komm, rein mit dir. Yes, und jetzt eine Bombe hinlegen. Oh, verdammt, ich hab's verkackt. Yes, und das war's mit der Metroid Queen. Zwei Bomben in den Bauch und sich freuen. So, natürlich können wir jetzt hier hinten durch und dieses Finale genießen. Und ein Baby Metroid? Oh Gott, wie süß! Nein, das folgt uns ja total. Denkt es gerade wirklich, wir sind seine Mutter? Wow. Wie süß ist das bitte? Oh Gott, und sie macht uns ja auch den Weg frei. Oh Gott, ist das goldig, Leute. Das süße Baby Metroid macht uns den Weg frei. Wow. Und man muss eins gestehen, diese Metroid, Leute. Es ist das erste Metroid, wo es keinen Counter gibt, ja? Wo man sozusagen schnellstmöglich zu seinem Schiff kommen muss. Das stimmt wirklich so. Das ist das allererste Metroid, wo das nicht so ist. Mhm. Das ist wirklich so, weil ansonsten jede Metroid hat man das eigentlich irgendwo gehabt. Auf eine Art und Weise. Komm, mach da. Genau. Danke. So, komm. So, und damit kommen wir jetzt hoch. Und beeilen uns natürlich so schnell wie möglich voranzukommen. Es wird jetzt noch ein schöner Jump nach oben sein. Mal gucken, wie sehr Samus eigentlich jetzt sich entblößen wird. Das bin ich jetzt echt mal gespannt. Hoffentlich verlieren wir jetzt nicht zu viel Zeit. Und wir kommen jetzt mit einem Sprung so schnell wie möglich zurück zu ihrem Schiff. Ihr wisst jetzt, so schneller wie man Metroid durchspielt, so entblößter ist eigentlich Samus Aran am Schluss. Ob sie mit dem Bikini oder irgendwas anderes rumeilt, das werden wir natürlich jetzt sehen. So, ein ganz großer Fall und das Baby Metroid folgt uns immer noch. So, gehen wir auf unserem Schiff rein und genießen die letzten Sekunden dieses Let's Plays. Ja, Leute, das war natürlich Metroid 2 Return of Samus. Ein sehr genussvolles Let's Play, fand ich, wo wir ganz knackig mit 9 Episoden jetzt gerobbt haben. Natürlich hätte ich, ganz ehrlich, es in 8 Episoden durchmachen können, weil wenn man so will, wird die letzte Episode jetzt nicht so großartig groß sein in dem Moment. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm oder dramatisch. Wir haben es durch. Wir haben den Counter auf 0 gesetzt. Oder wollen wir so wollen, auf 1 gesetzt, weil ja natürlich ein Baby Metroid uns gefolgt ist am Schluss.
Negative, die ich eigentlich in diesem Spiel nur zu bemängeln habe, ist eigentlich wirklich nur die Steuerung. Ansonsten atmosphärenmäßig finde ich, ist es ein gutes Metroid. Es ist halt für die Gameboy, für sein Alter ist es auf jeden Fall sehr gut. Man muss halt sich überall noch überlegen, ist es ein Gameboy-Titel? Klar ist die Steuerung auch da nicht die beste in dem Moment. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Super Mario Land 2 nimmt, war die Steuerung ja in dem Moment optimal. Oder perfekt, wenn man so will. Das ist das Einzige. Ansonsten fand ich, hat man ja diese Metroid-Flair gehabt. Man hat halt sozusagen viele Mini-Bosse gehabt mit diesen unterschiedlichen Metroids. Alpha, Gamma und Omega und Zeta-Metroids. Natürlich mit der Metroid-Queen hat man einen harten Gegner gehabt. Wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, kann das echt schnell finite Inkantate gehen. Ist so, wenn man das da wirklich nicht drauf hat auf eine Art und Weise. Ich fand es sehr hart. Ich meine, ich habe echt mega Glück gehabt, dass das einigermaßen funktioniert hat. Ich habe echt Angst gehabt, dass das total in die Hose geht. Aber es hat tatsächlich funktioniert, die Demo. So, wir haben einen Fail in diesem Let's Play gehabt. Ich denke mal, das ist jetzt sehr dramatisch aus meiner eigenen Dummheit. Jo, kann man halt leider nicht ändern. Ist halt eben so passiert. Gibt Schlimmeres, denke ich mal. Es war ein 100% Let's Play. Es war mir auch eine Freude, euch dies zu präsentieren. In dem Moment, wir haben alles gesammelt, was nur gesammelt werden kann. In dem Moment. Das Ende nagt in dem Moment. Es sind 2 Minuten und 53 und Samus Aran ist im Bikini. Damit haben wir das beste Ending geschafft. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten, Leute. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend für diese kurze Episode. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen mit dem nächsten Retro-Projekt. Danke vielmals fürs Einschalten. Tschüssi. Aha. Kowski.